Hallo und herzlich willkommen zu diesem spontanen Video, wobei so spontan ist es gar nicht, weil ihr euch immer öfters gewünscht habt, dass ich doch mal einen Vorbereitungsdienst und einen Abschlussdienst filmen soll. In diesem Video geht es aber erstmal nur um den Vorbereitungsdienst, weil ich da einige Aufnahmen jetzt schon gemacht habe. Das Video soll nicht zu lang werden, deswegen halte ich es ein bisschen kürzer und Achtung, das ist kein fachliches Lernvideo, sondern es geht darum, dass ich grob jemanden, der mit der Eisenbahn gar nichts zu tun hat, erkläre, was wir denn so ein bisschen beim Vorbereitungsdienst prüfen. Denn bei der Eisenbahn steht die Sicherheit natürlich an oberster Stelle und wir fahren nicht mit, Betriebsgefahren oder gefährlichen Sachen, Fahrzeugen durch die Gegend. Ich habe hinter der Kamera ein bisschen so einen Spickzettel aufgebaut, deswegen kann es eventuell sein, dass ich mir so ein bisschen vor und zurück gehe und ein bisschen, am Handy ran zoome, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Grundsätzlich finden die Vorbereitungsdienste in der Regel einmal am Tag statt. Meistens in der Früh, weil die Fahrzeuge über die Nacht abgestellt werden und in der Früh wieder rausgeben. Das heißt, ein Kollege stellt abends Mitternacht rum, 1 Uhr nachts, manchmal auch schon um 20 Uhr, je nachdem wie die Fahrzeugumläufe sind, das Fahrzeug ab und macht einen Abschlussdienst. Dazu kommen wir im nächsten Video dazu. Das ist ein bisschen kürzer. Es gibt verschiedene Arten von Vorbereitungsdiensten, beispielsweise die klassischen Vorbereitungsdienste, wo einfach alles geprüft wird, oder die vereinfachten, die am Tag oder unterm Tag mal, wenn das Fahrzeug zwischenabgestellt wird, nur stattfinden. Da wird ein bisschen dann vereinfacht, sage ich mal. Wir gehen jetzt davon aus, wir kommen in der Früh, 4 Uhr, haben wir ungefähr Dienstbeginn. Das Fahrzeug steht meistens nicht da, wo wir Dienstbeginn haben. Aber natürlich ist der Fußweg oder die Gastfahrt oder der Weg zum Fahrzeug immer bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, ich fange beispielsweise an meiner Einsatzstelle an, in Nürnberg Hauptbahnhof. Und mein Fahrzeug steht aber Dürnhof in der Abstellung. Das ist eine S-Bahn-Station. Das heißt, wir haben entweder Fußweg von zum Beispiel 20 Minuten oder wir fahren selber als Fahrgast mit der S-Bahn zu unserem Fahrzeug hin. Also eine S-Bahn-Station, müssen dann da noch ein Stück laufen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Fahrzeug. Wo mein Fahrzeug steht, steht auf der Schicht drauf. Ich gehe zum Fahrzeug hin und als allererstes muss ich mal prüfen, ob da jemand drauf ist. Es kann sein, dass zum Beispiel Reinigungskräfte noch den Zug putzen oder aus einem Fahrzeug gearbeitet wird. Ich schaue jetzt mal kurz, ob das Fahrzeug allein steht sozusagen. Letztendlich muss ich das Fahrzeug dann erstmal wecken. Diese Bedienhandlung darf ich nicht zeigen. Ich darf auch prinzipiell nur sehr eingeschränkte Sachen zeigen. Letztendlich wecke ich das Fahrzeug auf, fahre die Computer hoch, gehe dann erstmal rein und rüste auch im Fahrzeug den Führerstand auf. So. Dann muss ich mal ganz einfache Tätigkeiten machen. Zum Beispiel ganz klassischen Leuchtmeldertest. Wenn ihr beim Auto die Zündung startet, gehen ja auch erstmal alle Leuchtmelder zum Beispiel an. Ja, das mache ich hier auch, aber separat. Ich teste, ob alle Leuchtmelder funktionieren, weil die sind relevant für mich. Beim Prüfen zum Beispiel der Bremse müssen alle Leuchtmelder gehen, weil es wäre nicht gut, wenn mir die Leuchtmelder dann was Verkehrtes anzeigen. Das sind kleine Tätigkeiten. Leuchtmeldertest. Ich prüfe zum Beispiel, ob der Verbandskasten und der Feuerlöscher im Führerstand vorhanden ist. Das sind kleine, aber sehr wichtige Tätigkeiten. Ja. Letztendlich fange ich dann mit dem Wichtigsten mal an. Ich mache die Bremsprobe. Bei diesem Fahrzeug, Baureihe 648 oder auch 622, machen wir die rechnergeführte Bremsprobe. Das ist die volle Bremsprobe bei dem Fahrzeug. Dazu muss ich aber hier, speziell im Dieselnetz, noch eine ergänzende, sage ich mal, machen, weil wir ja hier im gemischten Betrieb fahren. Wir kuppeln die Baureihe 622, die deutlich neuer ist, mit der Baureihe 648, die deutlich älter ist. Deswegen fallen da noch zusätzliche Tätigkeiten bei der Bremsprobe an, wo ich nochmal prüfen muss. Aber wir wollen nicht so weit ins Detail gehen. Ich muss mir den Zeit im Blick behalten, weil ich es in 15 Minuten rangieren muss. Bremsprobe ist mal grundsätzlich das Allerwichtigste. Ja, die Bremsen müssen funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, lässt sich der Zug aber auch gar nicht fahren. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben. Man muss 10.000 Schalthandlungen gefühlt hier bei dem Fahrzeug bedienen, dass man zum Beispiel ohne Bremsprobe losfahren kann. Ja, also wobei 10.000 ein bisschen übertrieben, aber ja.
Und es wird auch keiner von uns machen, weil solche Tätigkeiten dann auch aufgezeichnet werden in den Rechnern und das würde man nicht machen, ja. Dann kommen weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen dazu, die wir prüfen müssen. Beispielsweise die SIFA, schon mal grob erklärt gehabt. Pedal, was oder ein Knopf auch, den wir gedrückt halten müssen. Eine bestimmte Taste, in dem Fall meistens ein Fußpedal, was wir gedrückt halten müssen, alle 30 Sekunden spätestens einmal loslassen müssen. Im Falle der Dienstunfähigkeit des Lokführers, des Triebfahrzeugführers, würde uns der Zug dann bremsen, wenn wir zum Beispiel bewusstlos werden. Das muss geprüft werden. Wir prüfen die punktförmige Zugbeeinflussung, die PZB. Ist das System, was uns gegenüber den Signalen und auch gegenüber bestimmten Geschwindigkeiten überwacht. Das heißt, wenn ich über ein rotes Signal fahre, bremst mich der Zug ab. Ja. Sagen wir so, wenn ich unbewusst über ein rotes Signal fahre. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo man auch drüber fahren darf. Wir prüfen die Sandstreueinrichtung. Es wird ja Sand auf die Schiene gestreut beim Bremsen im Notfall, dass sozusagen ja, der Zug besser bremst und weniger rutscht. Ja? Weil wir bewegen uns ja Stahl auf Stahl, nicht so wie Gummi auf einer asphaltierten Straße. Man kommt extrem schnell ins Rutschen. Achtung, ich sage jetzt bewusst nicht gleiten, das würde es fachlich heißen. Dass wir halt mehr Grip auf der Schiene haben, dass wir den Zug eben schneller zum Halten bringen können in Gefahrensituationen. Das kann teilweise schon einige Meter, viele Meter ausmachen. Wir prüfen die Brandmeldeanlage. Wir prüfen die Tonsignaleinrichtung, sagt man. Kurz gesagt, die Hupe. Ja, müsst ihr euch das vorstellen, ihr steigt ins Auto ein, bevor ihr losfahrt, prüft ihr, ob die Hupe geht. So machen wir es hier wirklich. Und das pro Führerstand. Also ein Triebzug oder ein Triebwagen hat zwei Führerstände. Das heißt auf beiden Seiten. Das Ganze natürlich auch bei den sicherheitsrelevanten Einrichtungen, die ich gerade aufgezählt habe. Es gibt natürlich, je nachdem, welche Einrichtung ausfällt, natürlich 10.000 Bedienhandlungen. Ja. Also, was ist Bedienhandlungen, Regeln, die ich beachten muss, wenn was ausfällt. Dann ist mal hauptsächlich so zu diesen sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Wir prüfen auch die, habe ich vergessen, die Notbremsüberbrückung. Gibt es bei uns. Wir haben ja Fahrgastnotbremsen hier im Zug. Achtung, es wurde eine Notbremse gezogen. Der Zug hält an der nächsten geeigneten Stelle an. Achtung, es wurde eine Notbremse gezogen. Der Zug hält an der nächsten geeigneten Stelle an. Wo ist sie denn jetzt? Achso, auf der anderen Seite, hinter euch. Selbsterklärend, dass Fahrgäste im Notfall den Zug anhalten können. Jetzt gibt es bei uns auf der Mittelfrankenbahn nicht, aber wir haben das trotzdem hier verbaut. Aber zum Beispiel im Fernverkehr, sogenannte, ja, ich sag mal, Strecken, wo eine Notbremsüberbrückung verpflichtend ist. Wir reden nicht von den Fahrgastnotbremsen, weil die muss es überall geben. Aber eine sogenannte Überbrückung, wenn wir durch Tunnel oder über Brücken fahren, in der Regel länger als 1000 Meter, dann müssen wir oder können wir, wenn ein Fahrgast die Notbremse zieht, mit einer Taste vorne, mit einem Knopf die Notbremse überbrücken. Das heißt, wir können trotz gezogener Fahrgastnotbremse weiterfahren und halten dann an der nächsten geeigneten Stelle an, dass wir nicht im Tunnel stehen bleiben oder auf der Brücke, weil wenn es wirklich brennt und wir bleiben im Tunnel stehen oder auf der Brücke, dann wird es viel schlimmer, als wenn wir einfach rausfahren, ja, oder drüber fahren. Die prüfen wir hier auch, obwohl die Strecken hier nicht also MBÜ-pflichtig sind, haben wir die trotzdem verbaut. Ja. Ist halt bei dem Fahrzeug so. Dann der Klassiker, was man auch natürlich bei jedem Fahrzeug machen muss: Wir gehen einmal komplett um das Fahrzeug rum. Ja, wir prüfen also außen Beschädigungen, beispielsweise Graffiti. Ja, das wäre jetzt eine optische Beschädigung, beziehungsweise kostet auch das der Bahn viel Geld, wenn irgendwelche Anschriften draußen besprüht sind. Wir haben draußen Symbole an den Zügen dran, die aus betrieblicher Sicht wichtig sind. Und das kostet der Bahn pro übersprühtes Zeichen sehr viel Geld, wenn es zu einer Kontrolle kommt. Vom Eisenbahnbundesamt zum Beispiel. Dann prüfen wir aus natürlich an den Drehgestellen. Am Wagenkasten äußerliche Beschädigungen. Ja, wir schauen uns die Kupplung an,
weil wir kuppeln ja auf andere Züge drauf, dass da alles in Ordnung ist, dass da alles in richtiger Stellung ist. Wir prüfen die Hähne, die Absperrhähne, die wir draußen teilweise haben, dass sie in der richtigen Stellung sind. Wir prüfen außen, ob der Zug auch wirklich gesandet hat, wenn wir das innen bedient haben. Überall reingesandet wurde. Lass mich mal kurz überlegen. Wir prüfen die Luftfeder, bzw. die Höhenstandanzeige der Luftfeder. Wir haben ja eine Luftfederung, ist wie so ein Luftkissen. Einfach komfortmäßig, weil wenn wir das nicht hätten, das ist extrem holprig, geht richtig auf dem Rücken, wenn das kaputt ist. Genau, wir laufen einmal drum rum. Wir prüfen, ob die Türen, wobei das ist nicht zwingend nach verpflichtend, ich mache es aber auch, ich schaue, ob alle Türen auf und zu gehen. Hier zum Beispiel die Füllstandsanzeige für den Dieselkraftstoff. Zwischen 3/4 und voll, also passt easy. Auch wichtig, dass die Tankdeckel geschlossen sind. Gehört zum Beispiel auch dazu. Dann ziehen wir das Kabel ab, sagen wir umgangssprachlich. Wir haben ein Kabel dran stecken, das unsere Batterien lädt, weil die Batterien nicht so stark sind wie bei einem Auto, dass man einfach nach einer Woche wieder herkommt und anschaltet und losfährt. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt so nichts vergessen. Also, wir haben natürlich auch da Unterlagen, wo nochmal alles drinsteht, die wir auch beim Vorbereitungsdienst durchgehen können, dass wir ja nichts vergessen. Wie so eine Checkliste beim Flugzeug vorbereiten, um es mal ein bisschen zu veranschaulichen. Dann ist natürlich wichtig, wir gehen auch innen durch. Ja? Wir prüfen auch da äußerliche Beschädigungen. Wir prüfen, ob da die Feuerlöscher vorhanden sind, ob das Licht geht. Die Toilette, ob es da welche Beschädigungen gibt, ob die geht, ja, also das alles gehört dazu. Ob die Nothämmer vorhanden sind zum Beispiel auch, ja. Ob alles ordnungsgemäß verplombt ist, ich kann das jetzt hier leider nicht zeigen, wobei, nee, man sieht es jetzt nicht, weil die Fahrgastenopening auf der anderen Seite ist, die sind verplombt. Wenn man da nicht einfach ziehen soll, sondern natürlich nur im Notfall. Genau. Und dann letztendlich bereiten wir alles für die Zugfahrt vor. Das heißt, wir stellen die Zugnummer ein. Wir geben unsere PCB, also unsere Lok, unsere TF-Nummer ein. Wir haben ja auch so eine Art Blackbox, kann man übersetzt sagen, im Flugzeug, wo alles aufgezeichnet wird, jede Geschwindigkeit, jede Bedienhandlung. Da geben wir unsere Nummer ein, dass dann die überwachende Stelle weiß, dass wir auch gefahren sind. Wir geben das Zugziel ein, wo wir hinfahren und dann legen wir in der Regel los. Das ist mal ganz grob erklärt, ja, für jemanden, der gar keine Ahnung hat vom Bahnbetrieb. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben und ihr konntet den Eindruck gewinnen, so wollte ich sagen. Und ich hoffe, ich habe jetzt in dem Video nichts Relevantes vergessen. Kann sein, dass ich im Nachhinein noch was einblende, was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, weil ich jetzt nicht diese Checkliste da habe, ja, um alles genau zu überprüfen. Oder ich habe noch was in der Videobeschreibung ergänzt, schaut da auf jeden Fall rein. In diesem Sinne bedanke ich mich und wir hören uns. Danke fürs Zusehen.